Hallo, liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und ja, das ist jetzt meine Review für die Season 9 und mein Ausblick auf die Season 10 wollen wir mal werfen. Und ja, Season 9, was wollte ich erreichen? Was wollte ich machen? Also es hat jede Menge neue Pokémon jedenfalls gegeben von meiner Seite aus. Das versuche ich natürlich zur Season 10 auch. Und Season 9 habe ich wieder Legend erreicht. Wieder gegen Ende. Wieder in der Meisterliga. Obwohl es zwischenzeitlich echt schwierig war. Ich auch richtig viele Punkte gefallen bin. Ich bin halt auch nicht der beste Spieler, das habe ich auch nie behauptet. Aber ich gebe immer mein Bestes und dank euch habe ich den Legend-Rang erreicht und ich hoffe, dass ich den auch in Season 10 dann schaffe, dank euch und mit meinen, in Anführungsstrichen, können. Und ja, die Season 9 war an sich eigentlich ganz gut. Ich bin relativ schnell auf Expert gelandet. Also schon in der ersten Hälfte, glaube ich, war das. Bloß bis Legend hat es lange gedauert. Ich war kurz vor 2049 Punkte und dann habe ich viele, viele Punkte verloren. Ja. Und ja, was noch? Ja, Season 9 war auch wieder mal von vielen Lags geprägt und seitdem die Serverwartungen waren, war es danach teilweise sogar schlimmer. Also, es wurde eigentlich nicht besser mit den Lags, sagen wir es mal so. Ja, und in den Ausblick zu Season 10, es sind neue Attackenänderungen online. Zum Beispiel Felsgrab bekommen manche Pokémon. Makago wird richtig aufgewertet, kriegt Einäschern und Felsgrab. Also, das kann schon ein sehr gutes Pokémon werden. Und ja, Stolos und so kriegen Felsgrab. Und ja, Dornphan kriegt Body Slam und ist damit dann jetzt auch nicht so zu unterschätzen. War es eigentlich auch schon vorher nicht so zu unterschätzen. Es hat gute Sofortattacken und Ladeattacken waren auch nicht schlecht. Jetzt hat es auch einen Bait-Move, wo man mit ködern kann. Und ich überlege gerade, was gab es noch? Ja, Käferbrumm wurde verstärkt. Noctu kriegt Spukball. Was ich auch alles ziemlich nice finde. Und ja, was habe ich Season 10 vor? Zum anderen mal neue Pokémon bringen. Und zum anderen versuchen, wieder Legend zu erreichen. Das werden meine großen beiden Ziele sein. Ja, und ich werde daran arbeiten. Und ja, mal sehen, was so Season 10 alles auf uns zukommt. Ich hoffe, was ich in jeder Season hoffe, dass die Server besser werden. Aber wir wollen jetzt endlich mal in den Kampf gehen. Durch das Gelaber mache ich auch diesmal nur ein Set heute für euch. Nicht, dass das Video halt unnötig zu lang wird. Ich wollte nicht vorher in den Kampf gehen. Bevor ich das Gelabere nicht beendet habe über die Seasons. Und spielt keiner Hyperliga? Ja, für die Hyperliga habe ich auch einen Pion Draghi jetzt. Und ein Apoqualypse. Und Drift Zeppelin natürlich auch. Alle jetzt mittlerweile in XL. So, Filinara gegen Arktos. Das sollte eigentlich gehen. Du kannst mich gerne abschwächen. Ja, das ist nur ein Eissturm und dann gehe ich jetzt in Apokalyp. Und kann vielleicht das Unlicht-Pokémon rauslocken. Weil hier musst du auf Orkan gehen. Ja, du schwächst mich natürlich vorher ab, ist klar.
Du gehst in Giratina, okay. Für Giratina habe ich auch noch einen guten Konter. So ist es nicht. Und du musst trotzdem schilden. So, jetzt kommt der nächste Spukball. Hier werde ich jetzt nicht schilden. Du musst hier auch auf Schattenstoß gehen. Ups. Ah, ich bräuchte wirklich auch für die Nara Psychostoß. Definitiv. Na, dann hole ich hier die Mondgewalt raus. Die du schießt. Was in Ordnung geht. Ah, du kannst runterfahren, ne? Aber ich gehe einfach wieder in den Aquakolyp. Ich glaube nicht, dass das ein Orkan ist. Und selbst wenn, dann mache ich den Rest mit Piondragi. Okay, das ist Orkan. Okay. Ja, schön. Oh, bitte lass mich runterfahren können. Das wäre ja echt. Natürlich nicht. Natürlich kann ich nicht runterfahren. Ein Giftstachel hat gefehlt. Ah, vielleicht hätte ich Apokolyp doch schilden sollen. Jetzt kommt es aufs letzte Pokémon da noch an. Ja, es ist Lucario. Lucario natürlich Hardkonter. Gegen, ja, Piondragi. Das dürfte ich nicht mehr gewinnen können. Ja. Oh, ich hätte den Orkan dringend schilden müssen. Na, vielleicht hätte ich zweimal einfach auf Matschbombe gehen sollen. Wie viel macht die im Vergleich zu Knirscher? Ah, die macht nicht mehr. Och, ja, Lucario hinten habe ich natürlich mit gar nicht gerechnet. Das ist aber ein cooles Pokémon, definitiv. Haut schön Schaden aus, hält aber nichts aus. Ist aber ein Piondragi Hardkonter. So, 10, 2, 9, Ash. Oh. Ja, vielleicht hätte ich da in Dings gehen sollen. Ah, ich gehe direkt auf die Matschbombe. Ja, zwirbelt. Wir zwar eh nur auf die Nitro-Ladung, aber die macht schon Schaden. Piondragi hält jetzt nicht so viel aus. Okay, du wechselst. Aber gut, dass ich hier das Vieh rausgelockt habe. Es geht meiner Meinung nach gut in Ordnung. Ja, jetzt kommt die nächste Matschbombe. Ja, ich werde nicht schilden. Okay. Na, schade. Aber du musst einsetzen, das ist gut. Ich gehe hier rein, fahr runter. Hoffe ich. Und er schafft diesen dämlichen Nachthieb noch. Ja, okay, was will ich auch mit dem Geist, Unlicht und normal runterfahren, ne? Aber so habe ich Energie. Und einfach Doppel-Unlicht am Start, ich glaub's nicht. Chiaro Doppel-Unlicht. Aber das ist gar nicht so schlimm.
Weil die erste schädige ich jetzt nicht. Und vielleicht kommst du zur nächsten gar nicht. Okay, vielleicht hätte ich doch die erste schädigen sollen. Das sieht gar nicht so schlimm für mich aus. Ich habe ja zum Glück den Eisstrahler-Schaden. Du schildest nicht? Warum sollte ich da in dem Punkt ködern? Das ergibt keinen Sinn. Nein, das ergibt keinen Sinn. Okay, den Kampf hätte ich normalerweise nicht gewinnen dürfen. Da hat mein Gegner sowas von reingeschokt. So, gegen ERKK4M. Oh, dich mag ich. Das sind für die Nara und sogar ein Shiny. Ja, das Problem ist, dein Vieh wird Psychoschock haben. Aber das ist an sich gar nicht so schlimm. Weil wir eh beide schön werden. Also im Filinara gegen Filinara ist es gar nicht so schlimm. So, dass du keinen extra zwischenkriegst. Und du schildest. Oh, und da waren PvP IV gerade richtig wichtig. Das waren gerade die PvP-IV. Das erste Mal, dass sich die PvP-IV gelohnt haben. So, ersten schädige ich nicht. Ich muss Sven den nächsten dann schilden. Oh, du hast auch wieder Unlicht hinten. Das kann nur ein Schmarotzer sein. Du hast nicht viel aufgeladen. Ja, wollte ich gerade sagen. Du gehst immer straight auf Schmarotzer, okay? Ja, mach das. Mach. So, jetzt habe ich zwei Matschbomben bereit. Wie viel machen wir gegen Nachtar? Na, auch nicht so viel. Aber auf Dauer brennen die schon, ne? Ja, ich brauche Nachtar nicht schilden. Oh, perfekt abgefangen. Perfekt abgefangen, Respekt. Ja, die Aqua-Hubitz werde ich hier nicht schilden. Genau. Und ich habe meinen Eisstrahl ready. Wirst du damit rechnen? Problem ist, du kannst runterfahren, aber das ist gar nicht so wild. Weil ich denke mal, Eisschreiber sind schön. Genau. Oh, natürlich kannst du gut runterfahren. Aber das macht nichts, weil ich sollte das trotzdem gewinnen. Wenn ich ausgeholt hätte. Ja, wir schilden die erste. Nicht, dass das doch jetzt auf einmal zu Flucht ist. Okay, aber du spielst nur mit einer Attacke. Ich habe ausgeholt, Leute. Ihr seht, ich habe ausgeholt. Du hast die Attacke echt gut abgefangen. Aber es hat leider nicht gereicht. Und deswegen spiele ich Eisstrahl auf Apokalyp. Ich weiß nicht, ich glaube Blubstrahl. Ja doch, Blubstrahl hätte mir wahrscheinlich auch den Sieg bringen können.
Es hätte zwar nicht so viel Schaden gemacht, aber es hätte den Angriff gesenkt. Und ich hätte wahrscheinlich zwei Blutstrahler, wie auch immer, geschafft. Von daher, na, war das okay. Also habe ich halt was gegen Pflanzen-Pokémon, gegen Flug-Pokémon. Oh, sehr schöne Führung für mich. Hallo, Giratina. Oh, Melmetal. Melmetal ist gegen das ganze Team mies. Aber das Gute ist, Melmetal hält in der Hyperliga nicht viel aus. Und Steinhagel macht jetzt nicht so viel, so überwältigend viel Schaden. So. So, und den nächsten müsste ich dann schilden, wenn du nicht schildest. Also, wenn du schildest, meine ich. Los, Apokolip. Okay, du hältst doch mehr aus, als ich dachte. Ich poker darauf, dass ich das überlebe. Ich habe den Spukball gedrückt, danke, dass. Ja. Dahinter frage ich nichts mehr. Dann fahre ich hier mit Filinara den Krümmel runter. Filinara hält auch recht gut aus. Oder ich mache noch einen Charme und jetzt gehe ich über und fahre mit Gift runter. Ich reveal dir zwar mein letztes Pokémon, aber das ist nicht schlimm. Und du gehst in Giratina, das ist gut. Feuer-Odem. Und so, was ist dein letztes Pokémon? Ein Geist-Pokémon bestimmt, oder? Oder eine Fee. Na, dann schilde ich jetzt an der Stelle auf jeden Fall. Genau, Drachenklaue kommt. Jetzt setze ich ein. Da ist bestimmt eine Fee hinten. So, sehr schön. Jetzt musst du schön oder dein Giratina ist weg. Sehr schön. Vier Haare, okay. Das ist problematisch. Du schildest die erste nicht. Schlau von dir. Oh, das ist risky. So, jetzt musst du schilden. Jetzt gehe ich aber auch hier rüber. Na bitte lass das nur die Nitro-Ladung sein. Könnte ich unter Umständen überleben? Nein, du gehst auf Sturzflug, du bist schlau. Ja. Oh, deswegen gewinnst du das auch. Schade. Schade, schade. Fiaro hinten. Ja, natürlich klasse. Natürlich klasse. Na, da muss ich mir rechnen, dass Fiaro hinten ist. Hat der Gegner aber gut gemacht, beide. Beziehungsweise er hat ja nicht beide Schilder. Ah, das hätte ich anders machen müssen. Ja, ich hätte vielleicht nach dem Knirscher eben. Ja, ich hätte nach dem Knirscher eben drüber wechseln müssen. Empoleon. Oh, jetzt geht's hier aber Remi Demi los. Trombork.
Das Gute ist, ich ziehe dir ein Schild. Das ist das Gute. So, ich guck mal. Ja, du kannst runterfahren, ne? Ja, kannst perfekt runterfahren. Eklig, eklig. Ich werde hier trotzdem ein Schild einsetzen. Mein Spukball tut da doch schon etwas weh. So, den zweiten schädige ich aber jetzt nicht. Ist auch ein Spukball. Ja, der brennt schon ein bisschen. Hier und Ragi hält nicht so viel leider aus. Pion und Ragi hält leider nicht viel aus. Aber Thrombose ist weg. Ja, du findest hier nicht. Und rüber, 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 rüber. Aber Filinara will nicht ausholen. Auch geil. Aber die Drachenklaue haben wir abgefangen, aber das wird mir nicht viel bringen. Das Emporio macht zu viel Druck mit seinen Kaskaden dann. Ich werde hier einmal schwimmen. Oh, und er kommt genau gleich zur Attacke. Ja, die Aquahubitze werde ich nicht überleben, ne? Dann war der Schild umsonst. Oh, doch, 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 doch. Und wir gehen gleichzeitig down. Ja, das ist gut. Ah, deine Feuerode machen zu viel Druck. Deine Feuerode machen zu viel Druck. Warum spielt ihr das verdammt nochmal mit Feuerode? Oh, ich hatte gerade Knirscher. Schade. Ah, ich glaube, wir machen doch ein zweites Set. Das will ich jetzt nicht so stehen lassen. Wir machen doch zwei Sets. Oh, mein Hund feiert wieder Auferstehung gerade. So. Ah, das war schwierig, schwierig. Hätte ich eben gewinnen können, tatsächlich. Ja, die Feuerodem haben zu viel Druck gemacht. Das war das Problem. Wolli Boomer ist der nächste. Boah, und es geht munter, munter weiter. Dann gehen wir hier rein. Und holen das Gefährdes. Yay. Gefährdes. Juhu. Ach, Nidoqueen in der Führung ist so nervig. Aber auch gegen Gefährdes spiele ich hier Eisstrahl. Ich werde mein Apoqualypse nicht schädigen. Genau. Weil einen Eisstrahl packe ich noch. Den Schmarotzer überlebe ich auch noch. Leider überlebst du den Eisstrahl auch noch. Leider überlebt er den Eisstrahl hier auch noch. Und der wird nicht schön, weil mit Filinara nicht viel farmen kann. Und leider kannst du auch perfekt runterfarmen. So. Wir wechseln gleich.
Ein Pio und Draghi. Und du hast natürlich perfekt Konterteam gegen mich. Das ist ätzend. Das ist echt richtig ätzend. Ja, du brauchst ja auch nicht schilden. Du brauchst nur dein Nidoqueen. Den ersten Steigerungstyp werde ich nicht schilden. Ja, und die Konter machen jetzt gerade so viel Druck. Jetzt musst du doch schilden. Das Gute ist, du setzt ein und gibst ein bisschen Zeit für den Wechsel, aber trotzdem, Nidoqueen ist zu nervig. Ja, toll. Mit so viel KP habe ich auch keine Chance für Nidoqueen. Das war's jetzt nicht schön. Ja, schlau von dir. Und hier wäre Psychoschock definitiv besser. Da brauche ich auch nicht zu schilden. Ja, ich komme nicht mal zur Zuflucht. Ja, und brauchst nur eine Giftattacke schon, ist Pion Draghi weg. Ja, Nidoqueen ist Worst Case in der Führung. Vielleicht hätte ich da einfach in Pion Draghi gehen sollen. Ich überlege gerade, womit du nochmal Apokalypse gekontert hast. Ach, mit Grifeldes, ja. Ja. Gift und Doppel und Licht. Apokalypse vorne gewesen. Ja, dann hätte er rauswechseln müssen. Und dann hätte ich die besseren Karten. Und dann hätte er auch schön müssen. Ja, dann hätte ich insgesamt bessere Karten gehabt. Ja, es kommt halt auch viel auf die Führung an und ja. Führungen machen echt schon viel aus. Vielleicht sollte ich zwischendrin mal Apokalyp nach vorne nehmen. Weil Apokalyp gewinnt auch gegen Giratina eigentlich. Ja, vielleicht machen wir das jetzt schnell. Wenn Unlicht halt viel hinten ist, dann gibt es mehr Apokalyp vorne mehr. Und gucken mal, was passiert. Okay, Kampf. Der Kampf beginnt gegen Catch M5 oder 5. Jemand man das auch aussprechen möchte. Apokalypse gegen Tromborg. Vielleicht fangen wir eine Samenbombe ab. Nein, fangen wir nicht. Ah, er bleibt drin. Nee, er bleibt nicht drin. Das Gute ist, ich habe einen Energievorteil gegen so ein Pex, ne? Und du musst jetzt schön. Sonst ist der Pex weg. Sehr schön. Ja, du wirst auf Aquarobitze gehen. Das reicht schon aus, das ist das Problem. Überlebe ich die Aquarobitze? Das ist die Frage. Oh ja, die überlebe ich eigentlich ganz gut. Das Problem ist, du kannst jetzt runterfahren, ne? Du musst jetzt nur schön und runterfahren. Schön und runterfahren.
Ah, tust du nicht. Perfekt. Das ist in Ordnung. Dann ist Sumpex auch weg. Dann kommt jetzt Trombok wieder. Okay, Luxra. Ah ja, Luxra, zieh der Attacke, Psychobeißer. Du kannst da jetzt natürlich mit Energie holen, ne? Es hält nichts aus. So, opfer ich mal Apokalypia, ne? Ich werde es nicht schilden. Ich gehe vom Psychobeißer aus. Nee, Stromschuss. Ah, den überlebe ich. Das Problem ist, Trombok hat's, ne? Und okay. Ja, gut. Ja, ich denke nicht, dass ich das noch gewinnen kann. Ein Spukball halte ich vielleicht aus. Ah, dann ist das Luxra noch da. Spukball kommt, genau. Oh, ich hoffe, du schaffst noch Samenbombe. Oh, du schaffst noch Samenbombe. Okay, du hattest richtig viel Energie. Ja, das Trombok macht gerade das ganze Team platt. Und Dunkle Klaue kommt eher an als Bürde. Und deswegen ist mein Apokalypse tot. Oh, ist das schwierig hier gerade. Ja, hätte er die Samenbombe nicht mehr geschafft, hätte noch eine ganz, ganz kleine Chance bestanden. Oder ich hätte den Stromstoß schilden müssen. Also, ja, Luxra haut schon Schaden aus, raus. Spukball hätte ich wahrscheinlich von Trombok noch überstanden. Eisstrahl hätte ja geschildert. Ja, völlig fest insgesamt besser gewesen. Und schon wieder Trombok. Ey, was ist denn hier los? Okay, diesmal schaffe ich es nicht abzufangen. Dann schäle ich aber. Es kommen eh die Samenbomben. Das Problem ist, er hat einen Zweier-Move. Er kann das besser timen als ich. Neuer Schild. Und Kavalanza. Ja, aber sie geben mir wenigstens die Chance, Energie zu farmen. So, und den müsstest du jetzt schilden. Oder irre ich mich da? Hast du jetzt auf 2 aufgebaut? Das ist die Frage, ne? Du hast schon viele Konter gemacht. Aber ich komme schneller zur Attacke. Ich outspeede dich zum Glück. Ich habe beim Gegner tatsächlich jetzt gerade nicht mitgezählt. Ich brauche mein Dingenskirchen noch. Mein Herr Knirscher. Und du gehst auf Samenbombe. Das ist schlau, du kannst runterfahren. Ist das für Spukball? Bitte lass nur Samenbomben sein. Ich hoffe, du gehst nur auf Samenbombe. Denkst du, das reicht? Ja, das reicht nämlich nicht. Problem ist Sumpex. Sumpex ist das Problem.
Zumpex ist jetzt das Problem. Wobei ein Erdbeben haut Kulinara nicht raus. Bitte geh direkt auf Erdbeben. Nein, du gehst auf Aquabitzer. Das Gute ist, ich habe ausgeholt. Na, ah, jetzt kommt Erdbeben. Oh. Nein, er konnte mich runterfahren. Ach, Mann. Ja, hat der Gegner gut gemacht. Definitiv. Ich hätte mehr Energie farmen sollen mit Apokalyp. Wobei die Samenbombe hatte er so oder so. Und den Ladeattacken-Gleichstand hätte er mit Trombok definitiv gewonnen. So gegen Kasper Kasper Apokalyp gegen Sumpexert, das gefällt mir schon eher. Das ist in Ordnung. Mein Pion Draghi möchte dich nicht sehen. Spukball kommt. Und ein Erdbeben halte ich auf jeden Fall aus. Vielleicht bist du auch eins mit Schlammwogen, wer weiß. Nein, Erdbeben. Das ist auch die bessere Variante. Das ist nur eine Aquahaubitze. Genau. Die drückt aber auch schon ganz schön. Aber du musst schilden. Du musst ganz herzlich hier schilden. Tust aber nicht. Okay, das ist in Ordnung. Jetzt kann irgendwas so runterfahren. Kommt drauf an, was? Oh, Fiaro. Aber ich schaff's. Ja, warum gehe ich eigentlich auf Eisstrahl? Okay, du chillst nicht. So, Pion Raghi, dein Auftritt. Könnte ein Sturzflug sein. Deswegen chill ich das Ganze mal. Das ist aber nur die Nitro-Ladung. So, Pion Raghi. Ja, jetzt chillt es auch, klar. Und es ist schon die nächste Nitro-Ladung. Das ist problematisch. Oh ja, Fiaro ist ein Problem. Fiaro ist echt ein echtes Problem. Du schildest klar. Rüber. Das dürfte nur Nitro-Ladung sein. Genau. Ah ja, Kresse. Okay. Das wird der Strauchler sein, ne? Ja, okay, du hast hier massig Energie geholt, ne? Ja, Strauchler kommt. Und Cresselia wird leider einen Knirscher standhalten. Und die Mondgewalt wird schon drücken. Und wie viel? Ah, das geht aber eigentlich. Ah, das Problem ist das nächste Einäschern. Ach, das werde ich auch verlieren, denke ich mal. Ja. Jetzt hättest du den Strauchler wahrscheinlich gehabt, aber jetzt das nächste Einäschern. Ja, Fiaro ist ein Problem. Fiaro ist ein Problem. Ja, hätte ich das Einäschern überstanden, dann
Hätte ich noch gut ausgesehen. Und ich glaube, ich habe die Runde noch gar keinen Sieg, ne? Ja. Na, ja, XL. Hyperliga ist echt hart. Also auch wo legendäre erlaubt sind, ne? Ich muss zugeben, in der Hyperliga bin ich nicht mehr so gut wie damals. Seitdem es da XL-Pokémon gibt und rumschwören. Rolona, das sollte eigentlich klar gehen. Du bist sogar Charme, das geht auch in Ordnung. Und so, Spukball. Ja, du schildest zum Glück. Ich hole aus, das ist wichtig und richtig. Genau, Psychoschock habe ich nicht gerechnet. So, jetzt Spukball. Und dann wechsle ich einfach in Pion Drari. Und locke vielleicht irgendwas mit raus. Das wird Meteorologe sein, den überstehe ich definitiv. Ja. Ah ja, Tentantel. Das ist eine Spiegelsalbe. Das ist eine Spiegelsalbe. Oh, und er kriegt den Angriffsdrop. Ich könnte kotzen. Ja, vielleicht wäre hier Knirscher besser. Ja, stimmt. Ja, ich vergesse das immer. Ja, Knirscher wäre besser. Ja, jetzt auf Knirscher. Ja, ich muss hier spielen. Geht auf immer auf Spiegelsalbe. Ja, Tentantel ist schwierig. Ich gehe rüber. Vielleicht habe ich jetzt die Spiegelsalbe abgefangen. Das wäre cool. Ja, habe ich sogar abgefangen. Perfekt. Und er kriegt immer den Angriffsdrop, ne? So, Eisschrei kommt. Ja, vielleicht setze ich doch auf Glücksschrei. Du lässt es drauf gehen. Das ist in Ordnung. Oh, das ist wiederum nicht schön. Ja, ich gehe hier rein. Und er hat auch einen Fiaroin. Och, wo kommen diese ekelhaften Biester her? Verschwinde doch mit den Heslons. Oh, die nerven so hart, die Fiaros. Oh, ich wünschte, ich hätte jetzt Sumpex hinten, ne? Ah, er muss das trotzdem schön. Ja, jetzt kann er runterfahren. Beziehungsweise hat jetzt gleich zwei, hat zwei Nitro-Ladungen. Zum Knirscher werde ich leider nicht mehr kommen. Und dann ist auch noch das nervige Tentantel. Ja, und ein Heschwan reicht da auch schon aus. Tja, das war ein 0 zu 5. Mit dem Team sah es besser gestern eigentlich besser aus. Aber ja, egal. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.